Hallöchen, ihr wundervollen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lesens 4 mit der Family Dynamic Challenge. Ich bin mit Caroline jetzt mal wieder zu Hause, denn heute ist Halloween und das wollte ich gerne wieder mit der gesamten Familie feiern. Deswegen habe ich auch schon ein Gruppentreffen arrangiert und ja, jetzt sind wir alle komplett versammelt, hoffentlich gleich. Und mit Caroline backen wir jetzt schon mal einen Zombie-Kuchen, einfach um uns ein bisschen einzustellen darauf. Übrigens ist Lea jetzt auch eine Seniorin. Sie ist auch ein klein wenig älter geworden. Und genau, jetzt trifft hier nach und nach die gesamte Familie ein. Wer bist du denn bitte? Dich kenne ich nicht. Du gehörst aber auch nicht zu uns dazu. Hier ist Finn und alle anderen. Och, es ist nervig, dass ich jetzt schon wieder von meinen eigenen Eltern bei Sachen unterbrochen werde. Wartet mal, gab es hier nicht irgendwie so ein Merkmal-Ding, dass man das machen durfte irgendwie? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber wenn die stets willkommen zu sein bedeutet, dass der Sim sich in Häusern anderer wie zu Hause benehmen darf, was den Hausbesitzer gar nicht stört. Ich glaube, das mache ich mal. Damit ich hier nicht ständig darauf hingewiesen werde, wie schlimm ich mich doch verhalte. Hallo, Level 9 sind wir schon. Ich habe ein besonderes Merkmal, ich darf hier kochen. Außerdem machen wir nichts Schlimmes, wir backen ja nur Kuchen. Und dann wollen wir auch noch verschiedene Sachen machen. Gruselige Atmosphäre, dann wollen wir uns unbedingt verkleiden, oder? Ja, Kostüm, wartet mal. Können wir unser Kostüm anziehen? Kostüm tragen. Vielleicht machen wir mit ihr mal Cheerleader. Und das ist jetzt die letzte Folge, bevor das neue Erweiterungspack rauskommt. Darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Und ich kann schon mal ankündigen, dass Freitag noch eine Folge von den Let's Play kommen wird. Wahrscheinlich dann auch so wieder 14 Uhr. Ich muss mal schauen, wie ich es zeitlich dann schaffe. Weil ich kann ja erst ab Freitag aufnehmen. Und ja, da freue ich mich wirklich schon wahnsinnig drauf. Wir werden auf jeden Fall die neue Insel ein bisschen erkunden gehen. Ich weiß noch nicht, was wir ganz genau machen. Ich bin nur noch am überlegen, ob ich Caroline vielleicht zur Meerjungfrau mache. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Weil ich hätte super gerne Meerjungfrau, aber ich habe bis jetzt noch keinen Sim, zu dem das so gut passen würde. Und deswegen überlege ich gerade, ob vielleicht Caroline eine gute Meerjungfrau abgeben würde. Ich bin mir allerdings noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das machen würde. Auf jeden Fall werden wir einige Zeit auf den neuen Insel verbringen, denke ich mal. Wir werden aber auch, denke ich, spätestens in der übernächsten Folge dann die Kinderplanung angehen und das erste Kind dann produzieren. Und ja, oh, Törtchen, nein, Molly, sorry. Wir hatten viel zu viele Hunde. Wir können unsere kleinen Hund mal streicheln gehen. Ist Alice schon da? Ich sehe sie gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall sind hier einige unserer Gruppenmitglieder da. Oder unserer gesamten Familie, besser gesagt. Auf jeden Fall ist Alice Mann da. Wir haben noch einen neuen Ehepartner. Das ist von Carrie, die neue Frau. Die muss ich auch noch hinzufügen. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Aber das mache ich auch bald. Und ich freue mich so wahnsinnig drauf. Ich meine, für mich ist es jetzt noch eine Woche und zwei Tage. Für euch sind es jetzt noch 4 Tage, bis das neue Pack rauskommt. Ich bin da wirklich schon sehr gespannt und freue mich schon sehr, sehr drauf. Das wird auf jeden Fall, denke ich, ziemlich cool. Wir können ja mal alle zusammen singen, oder? Müsi? Also, so viele können ja nicht zusammen singen, aber so viele wie geht wenigstens. Ja, ihr alle zusammen vielleicht mal. Und dann wollen wir noch Süßes essen. Saures oder Süße verkleiden. Nachbarkinder. Also klicke auf die... Oh, Alice ruft... Wieso ruft mich Alice jetzt an? Abbrechen, Alice. Du solltest vielleicht vorbeikommen. Und mit uns gemeinsam feiern. Alice ist dann von der Gruppe oder ist irgendwie rausgeflogen. Eigentlich nicht. Nee, jetzt noch drin. Übrigens sind wir auch Level 5 mit Alice geworden in der Karriere. Das heißt, ich werde den Job höchstwahrscheinlich noch kündigen. Wir haben ja schon ein Restaurant. Ich weiß gar nicht mehr, zu wem Marie gehört. Zu irgendjemandem. Maisie Grove, Craybow, where's the gold you pray? Gone.
So, du könntest dich eigentlich immer verkleiden. Du kannst immer zum Schurken werden. Also nicht schlecht. Ja, gut. Und dann... Aber ich glaube, bei uns kommen keine Kinder vorbei, beziehungsweise kommen selten Kinder vorbei. Kann ich eine Geistergeschichte erzählen? Das wäre cool. Wie geht denn das? Achso, gruselige. Du kannst auch Kürbis verschnitzen oder gruselige. Wie in der Aktion mit Geistern, Vampiren oder Aliens durchführen. Ist okay. Ja gut, ich habe jetzt hier leider aber auch nichts anderes. Aber ich glaube, wir hatten auch keine Geige oder sowas. Oder hatten wir eine Geige? Hatte Alice nicht mal eine Geige? Ich glaube nicht. Naja gut, schade. Aber das, was uns ja so besonders wichtig ist, haben wir erfüllt. Und das ist auch wirklich okay. Also ich muss sagen, ich persönlich bin niemand, der Halloween feiert. Ich finde das jetzt sonst so extrem wichtig, meiner Meinung nach. Also ich bin noch nie irgendwie rumgezogen und habe nach Süßen oder Sauren gefragt. Und ja. Ach komm, wisst ihr was? Wir kündigen jetzt einfach unseren Beruf jetzt hier Halloween-mäßig Job kündigen, weil wir sind Level 5 und ab Level 5 dürfen wir unsere Karriere offiziell kündigen und uns dann unseren Restaurant ständig zu widmen. In der letzten Folge haben wir uns das ja auch schon ein bisschen angeschaut. Ja, wir geben ihn auf. Leckere Karriere verlassen. Ich glaube, ich nehme dann aber so eine Teilzeitkarriere an. Ich muss mal gucken, mit den neuen... Obwohl, das mache ich mit dir nicht. Das mache ich mit ihm hier vielleicht. Es kommen ja auch einige neuen Karrieren zu. Ich denke, irgendeine werde ich ihm hier geben. Weil mit der hier bin ich irgendwie nicht so zufrieden. Ich weiß nicht. Das ist nicht so ganz meins. Aber genau, deswegen bin ich ganz glücklich, dass ein paar neue Karrieren reinkommen, den ich dann auch mit denen spielen und testen kann. Aber es fehlen einige. Sophie ist zum Beispiel auch nicht da. Und ein paar andere sonst fehlen auch noch. Aber sehr viele, ich kann ja mal Alice so einladen, vielleicht kommt sie ja vorbei. Weil ich hätte schon gern Carolines Schwester wenigstens anwesend. So, und du musst dann nämlich auch mal auf die Toilette, das könntest du jetzt eigentlich auch direkt machen. Einfach mal auf die Toilette gehen. Und genau, du kannst jetzt einfach mal deine Schwester anrufen. Vielleicht hat sie ja vorbei. Vielleicht arbeitet sie aber auch noch. Sie ist eine Schauspielerin. Ich weiß gar nicht, ob Sophie jetzt eine Karriere hat. Nee, sie ist immer noch arbeitslos. Deswegen sollte sie eigentlich gut dabei sein, hier vorbeizukommen. Oh, ich freue mich so auf das neue Erweiterungspack. Ich glaube, es wird wirklich ziemlich cool werden. Und ich freue mich dann schon auf die ersten Kinder, weil ich werde ja insgesamt 4 Kinder mit denen hier haben. 3 bis 4 Kinder sollen das ja sein. Und ich denke, ich werde auch wieder welche adoptieren, beziehungsweise ein Kind wahrscheinlich. Und mal gucken, vielleicht werde ich aber auch alle mit Caroline so auf die Welt bringen. Ich weiß es noch nicht. Kommst du herbei? Was ist das denn für ein Baum? Ah, da sind so Blüten dran. Gut, Alice kommt. Und ja, wir können ja einfach... Wisst ihr was? Was ist denn eigentlich keine Musik? Ach, es ist Musik an. Lautstärke ändern. Wir machen die Lautstärke mal ein bisschen lauter. Na, du könntest dich ja eigentlich mal so ein bisschen mit dem Menschlein unterhalten. Um sich so ein bisschen beliebter zu machen, um mich mal ein bisschen mehr vorzustellen. Aber er ist nur stumm, sein Kuchen. Kannst du mal ein bisschen mit Liam plaudern? Ups, das wollte ich nicht. Und zwar machen wir, ja, einfach das da mal. Alice da, Alice da. Und wir können sie ja mal... Wir können ja mal Halloween-Konfetti werfen, erst einmal. Oh nein, wirst du krank? Und dann liebevoll umarmen. Lea geht jetzt anscheinend schon wieder. Und Marcel hat die Tanzfähigkeit erworben. Vor allem freue ich mich auf Liegestühle. Ich finde es so genial, dass es wieder Liegestühle geben wird. Ich bin erstmal sehr gespannt, was morgen in einem Update kommt.
Und was das soll dann bringen, es wird bestimmt sehr viele Mods erstmal wieder deaktivieren. Ich hoffe, die kommen dann wieder schnell nach. Weil sonst kann ich ja wieder nicht spielen, weil sonst alles wieder kaputt ist. Ah, komm, jetzt kommt hier noch Charity. Ups, jetzt wurde gerade alles erstmal zurückgesetzt. Können wir uns einen Geheimschlag machen. Ja, und wir freuen uns natürlich, dass dieser durchaus berühmte Star Liam Plow in der Nähe ist. Und du so? Er, finde ich, sieht aber auch Finn sehr, sehr ähnlich. Also ist er auch Finns Sohn. Und ich finde fast, dass er 1:1 wie Finn aussieht. Und dann schauen wir hier mal weiter. Also wie gesagt, an sich habe ich jetzt eigentlich alles auf einem guten Stand vor dem neuen Pack. Und es gibt ja doch einige coole Möglichkeiten, die man auf der Insel machen kann. Und wir werden uns in der nächsten Folge auf jeden Fall ein bisschen die Insel ansehen. Vielleicht ein bisschen mehr rumplanschen. Ich denke, das werden wir vor allem machen. Und ich werde aber nicht in die neue Welt ziehen. Auf jeden Fall erst einmal nicht. Das werde ich vielleicht mit meinem zweiten Let's Play machen, mit Ellie und sowas. Da könnte ich mir das eher vorstellen, in die neue Welt zu ziehen. Aber hier werde ich das wahrscheinlich erst einmal nicht machen. Ich habe überlegt, das Restaurant nochmal umzusetzen in die neue Welt. Da muss ich mal schauen, ob ich das vielleicht mache. Weil sich so ein Meeresfrüchte-Restaurant natürlich auch sehr gut, ja, in so einer Wasser-Ozean-Welt anbietet. Und was ist das? Ach, das ist die Musik. Ich bin ja auch wirklich mal sehr gespannt, wie lange noch meine Sims leben. Ich hoffe natürlich noch eine Weile. Ich weiß gar nicht, waren das die Bonustage, dass er jetzt noch 18 lebt oder war das was anderes? Ich weiß nicht. Ich muss mal bei Wiki kurz gucken. 25, gut. Okay, also lebt er noch 18 Tage, sind noch so circa 25. Dann war das sowas. Oh, guck mal, hier kommen schon die ersten. Ist das ein verkleidetes Kind? Oh, mein Hals ist wieder so trocken gerade. Ja, Süßigkeiten-Sammlerin. Komm, wir geben ihr Süßes. Sie verdient Süßes. Das ist ja sehr cool. Kann ich hier nicht einfach irgendjemand eine große, gruselige Geschichte erzählen? Oh, was machst du denn schon wieder? Gib ihr Süßes. Sollte doch nicht so schwer sein, so einem kleinen verkleideten Wesen Süßes zu geben. Level 5 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Viel Spaß dir noch, du kleines Wesen. Aber ganz alleine durch die Häuser ziehen oder um die Häuser ziehen ist ja auch langweilig. Und du hast Hunger. Kannst dir mal ein Gericht nehmen. Heute steht hier so ein Riesenhaufen dreckiges Geschirr wieder. Haben die den Butler eigentlich noch oder ist er schon tot? Weil die Familie hat ja mal einen Butler. Aber der scheint jetzt hier gerade nicht zu sein. Kann auch sein, dass hier vielleicht irgendwo ein Grabstein steht. Okay, ich kann ja mal probieren, irgendwann eine gruselige Geschichte zu erzählen. Auf gut Glück, dass das zählt. Hat jemand geklingelt? Nee. Und zwar freundlich. Gab es nicht mal die Möglichkeit, irgendwie so eine Geistergeschichte? Ich glaube, das ging nur um Lagerfeuer. Aber, oh doch, guck mal, wir haben hier ein Lagerfeuer. Gruppengeschichte erzählen. Geistergeschichte über Vampire. Erst ab 19 Uhr. Na gut, das ist ja aber gleich. Wir gehen das mal anzünden. Und dann kann ich ja die Geschichte erzählen über Vampire. Scheint ja sogar... Ups, wo ist sie hin? Ach, hier noch. Das scheint ja dann sogar ganz gut zu passen. Das ist ja nochmal ein guter Abschluss. Und dann Gruppengeschichte erzählen. Eine... Doch, Geister, na. Gruppengeschichte erzählen. Eine Geschichte über einen Kobold erzählen. Wieso kann ich jetzt nur noch über Kobolde reden? Dann rede ich halt über Kobolde. Du, 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 du. Du, 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 du. Gehen die anderen dann dumm weg? Nee, ich kann tatsächlich, ups, ziemlich viele Sims auswählen. Und dann kommt mal her, ich erzähle eine Kobold-Geschichte. Ich weiß, ach doch, guck mal, das zählt sogar. Wow, jetzt sind hier oben richtig viele Sims drin. Ich hoffe, das hält das Spiel aus. Du hättest das ruhig vorher anzünden können, Caroline.
Zählt das auch für ihn hier nur? Also er hat bisher zwar nicht so viel gemacht, also das möchte er auch gar nicht machen, weil er faul ist. Caroline, du kannst mit der Geschichte beginnen. Alle warten sie auf dich, wetten? So, wer ruft an? Nein, keine Party. Okay, so viel zu dem Thema. Jetzt hauen sie schon wieder alle ab. Ein paar warten allerdings noch, ob die Geschichte losgeht. Okay, jetzt ist es abgebrochen. Naja, gut, ist ja auch egal. Ich muss vielleicht doch nochmal ein paar Sims umstylen. Oh, ich freue mich. Und vor allem, was ich an den neuen Pack cool finde, sind die Ersteller einer Sims-Sachen. Vor allem die Haare finde ich wirklich sehr gut gelungen. Erinnert einen schon ziemlich am CC, finde ich. Und ja, aber ich würde mich jetzt an dieser Stelle auch von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer neuen Folge wieder. Das Einzige, was ich ziemlich schade finde, ist, dass ich in dem Pack Herbst und in anderen Winter habe. Das heißt, wir können nicht mal wirklich so den Sommer genießen, aber ich hoffe, dass das Wetter dort trotzdem warm ist an der Insel. Ich denke aber nicht, dass es dort Schnee zum Beispiel geben wird. Und ja, dann sehen wir uns dann am Freitag mit dem neuen Pack hierbei wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Habt ihr so einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.